Und wir haben die kompletten Belohnungen. Wir haben drei legendäre Truhen, Megablitz-Truhen. Wir bringen den nächsten Explosion, okay. Das ist mutig. Ja, was? Dann Zap oder sowas? Hey Leute, im heutigen Video wollen wir auf dem Free-to-Play-Account die 4900 Pokale angreifen, mit Level 10. Das Ganze wäre eine ziemlich große Leistung, damit würden wir zu den besten Level 10 aller Zeiten gehören. Ich glaube, ich muss mal schauen, Top 50 bestimmt. Mit dem nächsten Spiel wären wir schon auf dem neuen Pokalrekord. Und wir haben ein völlig neues Deck, und zwar das Friedhof-Deck hier. Das kann ich einfach besser, deswegen spiele ich es auch. Allerdings auch unser Schweinereiter-Deck ist ziemlich gut unterwegs. Nächste Saison dann Level 13 Tesla, Level 12 Schweinereiter. Für diese Saison auf jeden Fall jetzt noch das Deck. Und wir können zwei Karten upgraden direkt. Und zwar Drachenbaby zuerst, machen wir auch, und danach Barbarenfass. Lohnt sich auf jeden Fall insgesamt. Wir haben jetzt einfach ein brutales Deck und das andere ist halt ziemlich zusammengestellt aus den, von den Leveln her. Das ist wirklich ein starkes Deck. Das ist Drachenbaby, sehr geil. Ich würde sagen, das Screenshot ich gerade mal. Das ist so geil, so ein Drachenbaby Level 11 ist schon geil. Ich habe, glaube ich, irgendwie 8 Tauschmarken oder so verwendet, um eben zum einen Drachenbaby und zum anderen Barbarenfass auf Level 11 zu bekommen. Das lohnt sich extremst. Barbarenfass war bisher zu niedrig, um irgendwie andere Truppen zu töten, zum Beispiel Magier als Support. Und das ist es halt wirklich, also das lohnt sich echt extrem. Und mit dem ersten Game können wir direkt jetzt wirklich einen Rekord angreifen. Würde ich sagen, auf geht's. Wie gesagt, ein Game, Rekord. Ja, was soll ich sagen, ne? Auf geht's. Wir hätten direkt die 4700. Und es wäre halt schon geil, wenn wir direkt einen Rekord jetzt hätten. Mit Level 10, ne? Gegen Level 13 auch schon mal. Das ist leider relativ normal, aber da muss ich klarkommen. Okay, wir warten ab. Ja, ich würde sagen, wir spielen einfach Drachenbaby als ersten Zug. Geht klar. Ich hätte echt gerne Level 13 Tesla statt Inferno-Drache gespielt, aber mir fehlen halt noch, ich glaube, 200 Teslas und das wird nicht ganz reichen. Ich habe schon ausgerechnet. Also ich kriege die Teslas irgendwie um 22 Uhr am Sonntag. Ich könnte dann noch spielen, aber das wäre mir dann ein bisschen zu anstrengend. Oh je, RIP. Ausgerechnet Rakete, okay, mies. Egal. Ja gut, Rakete ist teuer. Ist eigentlich nicht mal so schlimm. Das geht klar. Sprich halt auch keinen defensiven Zauber wahrscheinlich. Ich bin jetzt eigentlich gar nicht mal so unzufrieden über die Rakete. Wir gehen hier echt rein, weil es ist sau teuer, so eine Rakete zu werfen. Jetzt bin ich mal gespannt. Wir könnten hier frosten. Na komm, wir frosten mal. Wenn der Ritter jetzt überleben könnte, wäre es geil. Und das Holz war ziemlich stark. Oh, das war ein sehr starkes Holz. Ich glaube, der Frost war zu aggressiv, mal ganz ehrlich. Den hätte ich mir lieber sparen sollen. Ja, das war, ich darf nicht so aggressiv spielen. Das ist ein ganz großer Fehler, wenn man zu aggressiv spielt. Sehr geil. Oh, ist perfekt. Genau das wollte ich, dass der Inferno-Drache noch auf dem Barbarenfass drauf ist. Das war jetzt ziemlich lucky. Alter. Ich dachte gerade echt, ich hätte reingefailt. Boah. Wir haben zwar einen leichten Rückstand vom Turm her. Vom Turm Leben. Ah, RIP. Ja, super. Das ist RIP. Das ist absolut RIP. Halt einfach ein Expo. Ja, geil. Normalerweise spielt man mein Deck noch mit Bowler. Aber wir haben halt keinen Bowler. Zumindest keinen gut gelabelten. Das ist absolut RIP, was soll ich dazu sagen. Ganz, ganz bitter jetzt hier. Sie haben noch lange nicht verloren, mal schauen. Also frosten dürfen wir auch nicht, logisch. Das wäre auch nicht so geil. Der Turm überlebt und wir können noch mal Bahnfass davor schieben. Auch nicht schlecht. Ich würde sagen, wir versuchen gleich zu frosten. Ja, okay, natürlich jetzt nicht. Es geht in Ordnung, das war nochmal teuer für ihn. Wir warten ab und gehen gleich rein. Und wir frosten gleich wieder offensiv. Diesmal ein bisschen früher. Warten ab. Frosten direkt. Skelette direkt töten. Er hat ein Holz, ich weiß, aber es sollte klar gehen. Ja, das wird nicht ganz ausreichen. Aber er muss auch noch unseren Turm holen. Und genau, der nächste Expo kommt, das war klar. Was drauf, so. Jetzt hier noch ein Ding ist drauf, wie heißt es? Wir bringen den Frost auch noch auf den Turm. Das heißt, wir brauchen noch einen weiteren Frost, dann hätten wir nämlich seinen Turm. Das ist das Wichtige. Noch einen weiteren Frost für seinen Turm. Ah, der war zu offensiv. Angst, er kann das immerhin noch ein bisschen auftanken. Mal schauen. Alle 10 Sekunden noch. Ich glaube, der Rakete reicht. Ne? Bring den nächsten Explosion schon, okay. Das ist mutig. Oh Gott. Wir sind jetzt hier auf dem Free-to-Play-Account. Bonusbelohnung. Ich habe jetzt nur 16 Siege geschafft, habe mich raustorpen lassen, weil ich eh keine Siege farmen wollte auf dem Account. Und wir haben die kompletten Belohnungen. Wir haben drei legendäre Truhen, Megablitz-Truhe, Magietruhe.
Blitztruhen. Ich hole sie mir einfach. Ich weiß nicht, ob sie es so lohnt für 500 Gems. Die Juwelen habe ich in erster Linie durch die Brawl Stars Challenge bekommen. Und zum anderen habe ich, ich glaube, 250 oder 300 Juwelen oder 200 Juwelen bekommen, weil ich das Clash Royale League Finale angeschaut habe. Und natürlich einfach so viel to play von den Startjuwelen und ansonsten. Ich habe es jetzt gemacht. Los geht's. Wir starten ins Opening rein. Und ich bin einfach gespannt, was wir so ziehen. So, erste legendäre Truhe. Kriegen Holzfäller. Okay. Also, in erster Linie geht es vielleicht auch darum, dass wir die Karten auch traden wollen. Mal schauen. Also insgesamt sind es 12 Truhen, logischerweise. Mal schauen. Magietruhe als zweites. Bomber. Rabauken. Rabauken. Fledermäuse, okay. Also, naja, keine legendäre. Die legendären sind halt geil, weil ich kann die halt. Ich habe halt, glaube ich, 7 legendäre Tauschmarken noch. Und ich kann halt keine legendären Karten bisher traden, weil ich nie welche hatte zum Traden. Ritter, geil, brauche ich. Valkyrie nicht so. Skarmi, okay. Blitzschlag für die Valkyrie, nee. Rambok auch nicht. Vielleicht meine Epic-Karte bessere? Alter, das kam einfach schon in Donation rein. Das ist gleich vor, danke. Gift-Tab aber behalten wir und Bombenturm, okay. Na, geht klar. Nächste legendäre Truhe. Tunnelgräber. Ah, weiß nicht. Ich muss halt wieder traden. Ich hoffe, den tauschen wir damit an. Moin Jonas, Glückwunsch zu deiner Performance, schreibt Pedizzle. Welche Performance? danke auf jeden Fall für die Bits, Pedizzle. Hä? Welche Performance? Vielleicht im Turnier oder so? Vielleicht im Turnier, ja. Ich habe 3 Siege geholt, keine Ahnung. auf jeden Fall danke für die Bits. Mini-Packers. Okay, Skeletter sind ganz nice, weil ich für Hawk Cycle, okay. Nächste Blitztruhe. 36 Gold. Ja, Königsrekruten. Pumpe. Ja, ich kann die Wünsche. Na, Sepp, na, kann man vielleicht traden. Blitz, ne? Ballon auch nicht. Ballon auch nicht. Und. Ja, E-Traden von mir aus. Kann man traden vielleicht, okay. Das war jetzt die Hälfte. Also die zweite Hälfte. Weitere 6 Truhen kommen noch. Magietruhe, auf geht's. Ah, 9er Kain, okay. Weiß nicht. Nehme ich mit. Kanone. X-Pum. Radstein. Alter, legendäre Truhe. Legendäre Karte aus Magietruhe, egal. Das ziehen wir. Magic Archer, okay, ja. Nee, eigentlich nicht so geil. Kann ich, glaube ich, auch nicht traden gescheit, weil er will eigentlich niemand, wenn man ganz ehrlich ist. Epische Truhe. Die wäre echt wichtig. Wir brauchen vor allem Babydrache. Ja, vor allem Babydrache eigentlich. Keine Ahnung. X-Boom. Ja, Golem. Okay, Golem kann man immer traden. Ist auch ganz geil. Finde ich gut. War echt eine gute Truhe eigentlich. Nächste Blitztruhe, die dritte. Kobold. Heilung. Koboldfass, okay. Das ist nicht geil bisher. Hex auch nicht. Vielleicht mal Heilbar weg, ne? Okay. Königsrekruten auch nicht. Nix. Und Lakaienhorde. Was? Sorry? Egal. Nächste legendäre Truhe und wir ziehen Mega-Ritter. Weiß nicht. Können wir wieder traden? Hoffentlich. Mal schauen. Wir haben eben noch die Mega-Blitz-Truhe vor uns. Vor allem jetzt erstmal die Riesentruhe und dann eben die Mega-Blitz-Truhe. Vor allem die Mega-Blitz-Truhe ist eigentlich die spannendste. Ich meine, da können wir 8 mal blitzen. Und hoffentlich vielleicht auch. Ich brauche eigentlich fast Friedhof am dringendsten jetzt auf dem Account. Los geht's. Mega-Blitz-Truhe. Das ist halt eigentlich die, wofür ich vor allem die Gems ausgegeben habe. Weil das ist mit Abstand die geilste Truhe. 7000 Gold. Königsries, okay. Feuergeister, 200 Stück sind auch nicht übel. Schneeball, 387 Mal, Alter. 158 Schweinereiter, Alter. Wir brauchen die Schweinereiter, halt echt auch noch auf dem Account. Spiegel. Hexe, 15 Mal, okay. Und jetzt halt die legendäre Karte. Ah, nee, nicht schon wieder die Magieschützen, ohne Witz, ey. So ein Kack. Ah, Entfernung. Doch, brauche ich. Kann ich eigentlich nehmen. Hexe vielleicht austauschen. Ich würde den Schneeball erstmal austauschen. Eisgeist, ja, nicht schlecht. Mal schauen, ich finde was Besseres. Welche Tesla vor allem oder Ritter? Ah, ist halt schwierig. Ich kann auch nicht alle Blitzschläge dafür verwenden. Oh mein Gott, 387 Tesla. Alter. Jetzt die Hexe noch. Skarmi, okay, vielleicht ein Babytrache oder so. Ah, Pekka. Trotzdem. Alter, was eine geile Truhe. Fernotrache, Schweinereiter und Tesla. Das ist so krank, wirklich. Alter. Wir sind bei 4687. Ich glaube, da waren wir vorhin schon. Und wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir endlich den neuen Pokalrekord, den wir, glaube ich, schon vor 2 Monaten aufgestellt haben. Und das noch mit Schweinereiter. Übrigens, die Story muss ich auch gerade mal erzählen. Also dieser Wechsel auf das Deck, weil ich habe ja immer Schweinereiter gespielt, kam jetzt komplett überraschend. Ich habe aus Versehen das Deck gespielt, das ich im globalen Turnier gespielt habe. Also das Splash-Deck eben noch mit Bowler. Ich weiß nicht, wie es also einfach aus Versehen passiert. Und dann habe ich das Game einfach gewonnen. Und das, obwohl ich bei 4600 Trophäen fast war. Bei 4500, also auf jeden Fall ziemlich hoch. Und seitdem spiele ich das Deck und es ist absolut geil. Also es ist wirklich komisch, aber es klappt. Okay, das ist nicht ganz so geil. Wir hätten nur einen Barbarenfass draufwerfen müssen, können. Das war jetzt dumm von mir. Ja, das meine ich nämlich. Das war dumm von mir, aber egal. Warten wir ab. Bring jetzt hier einen Eismangel, genau. Okay. Oh, das ist wieder nicht so geil. Klar, wir spielen gegen Lockbait, aber es ist halt mit Valkyrie. Das ist halt echt hässlich. Warum mit Valkyrie? Keiner spielt Lockbait mit Valkyrie gefühlt.
Aber er macht es. Das ist halt gegen Friedhof nicht ganz so geil. Aber zumindest, Achtung, unser Drachenbaby kann jetzt zumindest mit einem Schuss die Dings erledigen. Die Speerkobolde. Konnte es bisher auch nicht. Wir blocken jetzt hier die... Genau, deswegen. Die Valkyrie kann jetzt hier den King Tower anmachen. Perfekt. Und das war wichtig. Das war ganz wichtig. Es war extrem wichtig, dass wir das jetzt hier geblockt haben. Jetzt können wir hier den Barbarenfest draufwerfen. Sehr schön. Jetzt hier Inferno-Drache drauf. So, perfekt. Also einfach defensiv bleiben, komplett defensiv und eben in der Doppel-Elixier-Phase reingehen. Wir freezen hier mal. Er muss auch deffen. Er lacht einfach. Was jetzt? Das ist gefährlich. Er ist ein Level 13 Turm. Ja. Wenn es ein Level 12 Turm oder Level 11, vor allem Level 11 Turm gewesen wäre, normalerweise auf Turnierstandard oder so, der Turm wäre fast weg gewesen, aber dadurch, dass er Level 11 ist, ist es lächerlich. Naja. Ja, wir können nicht reingehen, nicht so aggressiv. Er macht immer wieder guten Schaden. Aber wir können... Er weiß halt, dass wir jetzt Forst spielen, klar, aber... Trotzdem... Oh, das ist gut für uns. Da können wir Drachenbaby setzen. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Perfekt. Ich gehe, glaube ich, sogar rein. In die Tornado drauf. War nicht optimal platziert, aber es geht, glaube ich... Ich glaube, es geht klar. Jetzt Forst nicht schnell. Schnell. Sehr gut, Baby doch überlebt. Oh, die Skelette spawnen so kacke. Ich hab den Friedhof nicht optimal platziert, glaube ich. Mein Fehler. Okay. Sehr schöner Ritter. Barbarenfass drauf. Und wir können jetzt immer wieder deffen. Das ist entscheidend. Wir können immer wieder deffen. Und... Jetzt... Oh mein Gott. Er hat die Valkyrie raus... Ich weiß nicht warum, aber er hat die Valkyrie einfach rausgehauen. Egal. Tornado rein. Was? Junge, das ist so lächerlich. Was? Was? Wieso kriegt er keinen Hit raus? Keinen einzigen. Wow. Okay. Hätte ich jetzt gar nicht mit gerechnet. Es hat einfach alles überlebt. Normalerweise wäre das einfach locker weggestorben. Egal. Ja, wir müssen mit klarkommen, ne? Die Level von den Gegnern sind logischerweise immer ein bisschen besser. Das ist leider einfach so. Das war gerade echt sehr überraschend. Das hatte ich jetzt gar nicht gerechnet. Okay, das... Nein, das ist nicht gut. Der Tornado war stark. Die Platzierung war stark. Aber jetzt sieht's gut aus für uns. Können wir wieder reingehen. Ja, jetzt, glaube ich, Frosten könnte durch sein. Schnell. Lieber die Valkyrie, glaube ich, Frosten sollen. Prinzessin steht weg. Gut. Wir machen sehr guten Schaden, sehe ich. Sehr gut. Oh, RIP, das kann es gewesen sein. Reicht das schon? Alter, wenn das reicht, dann ist es gar nicht gut. Reicht das? Wir müssen Friedhof direkt aggressiv werden. Wir haben gewonnen. Oh mein Gott, der Frost hat gefinisht. Wie geil. Oh mein Gott, die Spiele. Normalerweise ist es schon ein gutes Matchup, aber... Er hat Valkyrie, Goblin Gang, Blasrock Kobold. Er hat wirklich allen Spam, den er braucht. Das ist halt das, was das Ganze ein bisschen schwieriger macht. Und damit haben wir jetzt den neuen Pokalrekord. Schon mal 4717 mit Level 10. Bisher hatten wir 4690, also schon mal ziemlich deutlich drüber. Machen direkt weiter. Ich weiß nicht, ob wir höher kommen, aber wir versuchen es einfach. Ich meine, ich habe jetzt als Ziel mal die 48 mindestens. Und ich weiß nicht, wie hoch wir kommen. Ich hab noch nicht gepusht mit dem Deck. Also wir haben seit heute noch bessere Level sogar. Ich habe das dann ganz spontan geupgradet. Also Friedhof auf Level 11 gebracht mit den legendären Tokens und Babytrache hochgemacht und alles mögliche. Und ein ganz neues Deck praktisch erschaffen. Ja. Hast du eine legendäre Karte in Port Stars? Nee, habe ich leider nicht. Obwohl ich viel Geld reingesteckt habe. Geld ist nicht alles, leider. Okay, wir warten ab. Frosten hier noch seine... Ah, es hilft nichts. Okay, super. Normalerweise wird der Frost auch die Feuergeister töten, aber leider ist der Frost mal wieder zu low. Wir könnten natürlich den Frost upgraden, aber... Naja, ich weiß nicht, ob sich das lohnen würde, ne? Also, jetzt da irgendwie... 50.000 Gold auszugeben, damit der 20 oder 30 mehr Schaden macht. Ich weiß nicht. Nicht so wirklich lohnt eigentlich. So, das wird ein ganz hartes Match werden. Ofen oder allgemein Spawner, also Gebäude, die eben irgendwie Truppen spawnen, sind so hässlich für uns, weil wir haben keinen Zauber, der irgendwie zerstören kann. Wir haben keinen Giftzauber, keinen Blitzzauber, keinen Feuerball. Wobei das eh nichts helfen würde, selbst wenn wir einen hätten, bringt es nicht besonders viel. Weil wir den nur auf Level 10 oder so hätten dann. Was ich gerade ziemlich lächerlich fand, dass er konnte einfach einen Eismagier mit einem Hit erledigen. Unser Eismagier ist schon Level 12. Sprich, er muss einen Level 13 Feuerball haben. Meine Güte. Junge, nee, das ist so ein bitteres Timing gerade. Okay, das... Was? Das ist mir noch nie passiert. Das ist mir noch nie passiert.
Wie vor allem der Elektromagnet überlebst. Jo, geil. Das war eigentlich ein Ritter. Ja, es war eigentlich ein Ritter. Junge, was hab ich gemacht? Shit. Ja, geil. Was soll ich jetzt dazu sagen? Kacke. Oh mein Gott. Das kann nicht wahr sein, ne? Ich kann es gerade nicht fassen, sowas ist mir noch nie passiert. Ich habe noch nie einen Friedhof aus Versehen statt einen. Was wollte ich eigentlich setzen? Ich weiß es gar nicht mehr. Einen Ritter wollte ich setzen, genau. Oh mein Gott, das ist schlecht von ihm, okay. Aber trotzdem, er hat eigentlich so gut wie gewonnen, ganz ehrlich. Kann das nicht vorne setzen? Ja, ist mir ganz nice, Mann. Wir hätten das Spiel halt wahrscheinlich sogar gewonnen, ne? Seht euch das an. Aber noch ist nicht durch, noch ist nicht durch. Wenn wir jetzt vielleicht den Turm bekommen? Alter, das ist so krank, ne? Der Feuerball war richtig schlecht von ihm. Was, Junge? Oh mein Gott. Okay, jetzt übertreibt er. Jetzt will er es nochmal wissen. Jetzt will es der Gegner schon mal doch nochmal wissen, geil. Inferno-Treffer schon mal. Alter, wenn wir das noch gewinnen, ne? Jetzt habe ich einen Friedhof schon gesetzt. Schöner Projekt von ihm. Er hat auch noch Lakai, ne? Das ist so bitter. Er hat einfach noch Lakaien. Also er hat auch ein gutes Matchup. Er hat Lakaien und Wächter. Also er braucht auch gar keinen Giftzauber zum Beispiel defensiv. Den braucht er wirklich nicht dringend. Hier gibt es einen Babytrache, würde ich sagen. Ja, der Feuerball. Den darf ich vielleicht auch gar nicht anbieten. Okay. Ja, Bahnfass. Ich weiß nicht, was sonst. Ja, okay. Das ist gut für uns. Sehr gut, okay. Nice. Perfekt. Sehr gut. Das war richtig gut für uns. Jetzt sind auch die Wächter draußen. Das kann richtig gut werden. Das ist natürlich auch wieder sau viel Schaden, aber egal. Okay, wir frosten die Lakaien ein, ist besser. Es ist besser, die Lakaien einzufrosten, als beide Türme einzufrosten. Man könnte vielleicht wieder einen Feuerball draufklatschen. Ich glaube, er geht jetzt auf den Hauptturm eher. Das wäre vielleicht auch geschickter. Eismagier? Nee, ich dreh's nicht um. Shit. Ja, der Level 13 Königskrise, der macht schon seinen Job auf jeden Fall. Das ist durch, glaube ich. Zwei Schüsse, ne? Absolut lächerlich. Also das war wirklich bitter. Königskrise. Level 13. Junge, was war das denn? So, jetzt geht's drum. Wir sind wieder vom Pokalrekord. Ja, 6 Stunden, 2 Videos, wie gesagt. Das ist ein bisschen anstrengend manchmal, aber... Ja, es ist momentan ein bisschen anstrengend, aber es sind Ferien. Also ich habe Zeit für genug Videos. Noch. Nach den Ferien ist dann erstmal Abi angesagt. Da versuche ich schon einigermaßen zu lernen, momentan, aber. Oh lol. Komm. Jawohl, überlebt. Ist ganz wichtig. Der macht nämlich schon ordentlich Schaden. Angst. Na doch, aber wie. Alter, ja. Jetzt haben wir einen Full-Life-Inferno-Drache. Richtig geil. Ja, gut, ist nicht so geil. Da weiß ich nicht so genau. Bringt man da lieber einen Tornado oder bringt man lieber den Eismagier? Das sind halt so Sachen, ich weiß nicht. Oh, sein Feuerball ist nicht auf maximalem Level. Das kenne ich gar nicht. Wir bringen hier mal Bahnfoss, weil... Ja, er muss noch deffen. Mal schauen, wie. Ja, Holz. Kann er machen. Ja gut, war 2 gegen 2. Kann er machen. Ist in Ordnung für uns beide. Ja, aber Prinz Magier... Ich weiß nicht. Also, wir haben extremst große Probleme gegen Prinzen, weil... Was haben wir gegen den Prinzen, bitte? Wir haben keine einzige kleine Spam-Einheit. Wirklich gar keine. Und wir haben auch eigentlich nichts gescheit, was Schaden macht, außer dem Inferno-Trochen halt. Also, ich bin gerade nicht so begeistert, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber mal schauen, wie es laufen wird. Ich bringe den Inferno-Drachen jetzt ein bisschen weit nach vorne, so. Dass der nicht von der Bombe getroffen wird. Ja, okay, geht klar. Der bleibt komplett defensiv. Was, Junge, was macht der? Okay, klar, er will wahrscheinlich, dass der Inferno-Drachen in der Dings drin bleibt. In der Reichweite, aber... Das wird zu aggressiv, da gehen wir rein. Da gehen wir rein, das ist noch mal Barne, da ist noch ein Barbaren-Eismagier dabei. Der kann jetzt kaum Elixier haben. Das posten wir. Was jetzt? Das Skelett ist Level 12, das tut weh. Das wird jetzt noch ein bisschen Ärger machen, aber es geht klar. Trotzdem, es war nicht so viel Schaden, wie ich erhofft hatte. Aber es waren über 1000 Schaden. Das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, aber... Ja, es war irgendwie, ich hatte auf mehr gehofft. Muss ich schon zugeben. So, Ritter rein. Das ist ein Riesenskelett, ohne Witz. Wie ich die Karte hasse. Übertrieben nervige Karte. So. Eismagier nach hinten. Erstmal geil. Ja, nicht so geil. Ja, der Frost war ganz nice. Muss ich schon sagen. Der Frost ist ganz nice. 10 Ritter. Und der Ritter... Ah, nee, doch nicht der.
nichts hinbekommen. Schnell. Ja, gut. Also ich würde normalerweise so ein... Oh mein Gott, das ist schlecht, was er da macht. Ich würde normalerweise, was ich eigentlich sagen wollte, auch mal so einen Magier durchlassen, aber das können wir nicht machen. Posten. Ja. Ach komm, das ist eine Skelett. Ich habe Angst, jetzt können wir Schaden kriegen. Ich weiß ja nicht, ob es so aggressiv ist, ne? Ich weiß es ja nicht. Wir können halt... Problem ist halt immer, wir haben halt einfach schlechtere Level. Sprich, wir haben echt Probleme mit dem Deffen von den einzelnen Karten. Ja, das ist ein schönes Verbahn. Vielleicht können wir das noch aufhalten? Ich glaube nicht, aber egal. Das Riesenskelett ist am Turm dran. Okay, RIP. Oh, hat ein Magier auf der anderen Seite gesetzt. Wie geil. Prediction Frost. Ist egal, trifft nichts, aber ist trotzdem egal, ist gut. Sehr gut. Der Prediction Frost war vielleicht trotzdem, ja, vielleicht ein bisschen arg. Nee, okay, wir müssen jetzt auch defen, ja. Hab Bahn fast gleich. Sehr gut. Ja, der wird charged, das war dumm von mir. Das wollte ich jetzt nicht, das war richtig dumm. Das war richtig dumm von mir, Junge. Was mach ich da? Okay, das ist wieder geil für uns, das ist schlecht von ihm. Geil. Interessanter Tesla. Warten ab, bring ihn bitte. Sehr schön, ich wusste, dass er einen Feuerball bringen wird. Das war klar. Und immer. Die Gegner. Jetzt abwarten. Das hätte ich befürchtet. Zum Glück ein guter Frost. Oh, das war ganz wichtig. Junge. Eismagier. Der Eismagier. Oh mein Gott. Ist wieder Hits. Das ist ein Wiederhits. Bitte. Das war so klar, dass er das machen würde. Dann Zap oder sowas? Meine Güte, es ist so spannend! Es ist so spannend! Jemand macht bei Morten Werbung für dich. Jo, dann soll Morten ihn bannen. Oder timeouten, so läuft es halt. Ja. Habe bei Morten Werbung für dich gemacht. Wieso? Sorry, Paul, aber es geht gar nicht. Junge. War keine Werbung. Wir timeouten auch hier bei mir Werbung. Bitte keine Werbung bei anderen Streamern. Junge, so ein geiles Match, ey. Aber ganz ehrlich, wenn solche Gegner noch mehr kommen, das sind ja richtig überlevelte Leute. Level 13 Prinz, Level 13 Magier, Level 13 Papanfass, Level 13 Ramburg. Das ist so, ja, der letzte Level 13er. Egal, wir können jetzt schon nicht unzufrieden sein. Wir haben jetzt schon 4751, also das ist ordentlich, wirklich. Ja, das Papanfass war jetzt nicht so geil. Ah, der Turm hat mitgeholfen, kacke. Wir müssen kurz warten wegen den scheiß Fledermäusen. Oh shit, Kentos. An, ja. Der eine Goblin wird, glaube ich... Nein, der eine Goblin geht an den Turm. Das war eine absolut perfekte Tornado, glaube ich. Ja, okay, geht klar. Kingtowers an. Ja. Der Gegner ist mal wieder... Ja. Überlevelt, kann man schon so sagen. Level 13. Aber es kann klar gehen. Okay. Kein Barbarenforst, das brauchen wir lieber. Mal schauen, macht er was? Ja, es ist halt wieder, es spielen halt so viele Spawner und so viele aus Spam-Karten. Das ist halt wirklich ganz nervig auf dieser Trophäenhöhe. Also das ist halt wirklich das Problem. Ich würde auch normalerweise mit dem Bowler spielen, wenn wir den auf maximalen Level hätten oder zumindest auf Level 11 oder ich habe nur Level 10 halt nur. Allerdings dann bevorzuge ich aktuell schon noch den Ritter, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist ein sausolid. Nein, ich sage noch solide und dann verkacke ich einfach das Verbahnfoss. Der Level 13 Goblin macht halt echt 200 Schaden bestimmt. Junge, was? Normalerweise wird die locker nicht ausreichen. Oh, das war jetzt auch kacke. Ne, es war nicht kacke, wir haben Glück gehabt. Aber, was ist so bitter? Was? Wieder Level 13 Feuerball, ist alles Max beim Typen, das gibt's doch gar nicht. Wie kann man noch so einer Trophäenhöhe sein? Mit solchen Leveln, ich check's echt nicht. Egal, okay. Ja, okay, das war jetzt auch nicht stark. Von ihm. Wir schauen, dass wir hier vielleicht gleich reingehen können. Na, lieber keine Bahnfass. Ich brauch's halt echt dringend gegen... Genau.
glaube, wir gehen zum ersten Mal rein. Da ist auch, na, es ist nicht viel Leben, aber ich glaube, es reicht, ein bisschen zu tanken. Und wir frosten sofort, das wollte ich, sehr gut. Genau das wollte ich. Und er läuft hier voll rein, oh mein Gott. Sehr, sehr gut. Das war ganz wichtig, dass er mit dem Riesenskelett so reingelaufen ist. Sehr, sehr schön. So, Eismark ein bisschen nach vorne. Na, Rip. Jetzt wird er stehen bleiben. Geil. Können wir trotzdem gut deffen. Können wir trotzdem gut deffen, was jetzt? Das kann gut werden. Nächster Friedhof, schnell gecycelt. Und wenn jetzt wieder seine Fledermäuse kommen. Oh mein Gott, die kommen. Junge, wir haben es. Ich glaube, wir haben es. Was ist das denn? Jawohl. Ah, wir hatten wirklich einen Konter, muss man fairerweise sagen. Diesmal war es nicht ganz so schlimm. Wir hatten jetzt zum Beispiel keinen Prinzen oder irgendwas, was wir nicht gut deffen konnten. Wir hatten nur Schweinereiter, da haben wir Tornado und hatten Koboldfass, da haben wir Barbarenfass dagegen. Dann hat er auch nichts in der Verteidigung gehabt, also keine Spam-Karten, außer die Fledermäuse. Die Fledermäuse sind aber nicht gut, weil die eben vom Frost sterben. Also was wirklich nervig ist, ist das Goblin-Gang, ein Dart-Goblin ist sehr nervig, Bogenschützen, also irgendwas mit Reichweite ist auch noch nervig, aber das war echt machbar. Jetzt sind wir schon bei 4783 und der Typ war schon bei 5000. Den haben wir einfach geschlagen. Der war bei 5000 schon. Ey, mit dem, der können wir echt noch was rausholen. Jetzt gerade mal, wir müssen gerade, ja. Ich wollte eigentlich gerade schauen, was wir noch von den Leveln herausholen können. Level 13 Ritter können wir noch hinkriegen, denke ich. Was können wir noch hinkriegen? Ich weiß es nicht, aber egal. Also wenn wir jetzt gewinnen, dann haben wir schon das Ziel erreicht. Also das Zwischenziel, also eigentlich schon das Hauptziel. Also 4800 hätten wir jetzt, wenn wir gewinnen würden. Und ja, es ist halt schon ein Traum von mir, mal wirklich die 49 zu erreichen. Aber es ist halt schon sauschwer. Barbarenfass wäre besser gewesen. Ja, hätten wir auch machen können, egal. Der Bogenschütze braucht wahrscheinlich 3 Hits. Ja, genau, man kennt es. Aber es ist Schweinereiter. Und ihr wisst, das ist machbar. Problem nur bisher ist, dass er leider einen sehr schnellen Cycle hat, scheinbar. Ja, okay, Cycle ist brutal schnell, man sieht's schon. Das kann hässlich werden, weil er kann auch so ein Tornado wahrscheinlich dann auch cyclen. Und er spielt bisher auch nicht schlecht. Ich glaube, er hat ihn schon auch cycelt jetzt. Na, es wird nicht gut. Nee, er hat auch Bogenschützen. Bogenschützen sind halt, ich habe es ja gerade erklärt. Also alles, RIP. Alles, was aus der Distanz schießen kann, ist nicht so gut für uns. Aber der Schweinereiter war gar nicht gut. Der kriegt nur einen Hit raus. Und jetzt setzen wir noch einen Friedhof rein, ne? Alter, wenn jetzt irgendwie ein Skelett am hier oder sonst was spielt, dann sind wir total am Arsch. Die nächsten Bogenschützen ist nicht gut. Die nächsten Bogenschützen. Wir machen trotzdem guten Schaden tatsächlich. War vielleicht doch nicht so schlimm, wie gedacht. Ja, okay, es war trotzdem guter Schaden. Ja, kann man so machen, denke ich. Er hat schon wieder den Text, ich meine, Leute. Ich sehe ihn schon kommen. Oder? Doch. So, jetzt bitte auch noch die Bogenschützen betreffen. Nicht ganz, glaube ich. Ja, ich bin wieder mit raus. Tornado war, glaube ich, nicht optimal. Wer die ganze Zeit am Schreien ist, ey. Mal kurz die Emotes. Oder wir können die Emotes eigentlich anlassen, zurück. Wir haben ja immer ein Free-to-Play für die ganzen, zumindest hier diesen Dings-Emote habe ich für das Finale bekommen. Also, als ich das Clash Royale League-Finale angeschaut habe. Und den Widder-Emote für die 15 Siege in der Widder-Reiterin-Challenge. Alter, was die Challenges immer für Namen haben, so geil. Wir können jetzt hier reingehen. Und wenn jetzt... Ja, das... Oh mein Gott. Frosten sofort. Das ist sowas von gut für uns. Außer... Nein, er hat noch ordentlich. Oh mein Gott, ich stehe einfach vor mich. Wieso habe ich da gerade. Egal. Da habe ich sowas von gepennt, ne? Wieso habe ich einfach nicht einen Tornado gebracht? Ich dachte, es wird ausreichen. Wenn es ausgereicht hätte, wäre es natürlich OP gewesen, aber. So ist Kacke. Aber ich kann noch weiter reingehen. Wir sollten den Turm haben. Wir sollten den Turm jetzt haben, eigentlich. Wir frosten sofort. Wir brauchen jetzt den Turm, ansonsten ist es Kacke. Junge, bitte, ein Skelett. Ja! So, wir zwingen noch zum Dev. Okay. Verstehe ich jetzt gerade nicht so ganz, ist das so? Ja, okay. Er hat noch ein Holz. Ich dachte gerade schon. Das war schon überraschend gerade für mich. Ich hätte natürlich jetzt gerade keinen Feuerball-Value anbieten sollen, aber es war für mich ein bisschen aus dem Nichts, der Feuerball. Also, dass er noch treffen würde, hätte ich nicht gedacht, meine ich damit. Ja, ist gut für uns. Ziehen wieder alles zusammen, schön. Schützen ohne Witz, die Nerven ist so derbe. Vielleicht noch was draufwerfen sollen, egal. Wir frosten die beiden Bogenschützen in den Turm, das ist wichtiger. Das ist ein Hauptturm, glaube ich. Eismark, oh mein Gott, der Inferno-Drache. Wenn der. Oh mein Gott, wenn der Dings gerade. Junge. Was? Wir haben fast einen Turm.
Okay, jetzt reingehen. Falsch. Wir waren fast im Babys. Ist einfach nur noch defensiv bleiben, erstmal. So, warten wir ab. Frosten jetzt hier. Bring hier schon mal einen Ritter. Das war nicht gut. Shit, das war richtig schlecht. Oder kriegen wir irgendwie Schaden raus? Ich glaube nicht, ne? Aber das ist richtig schlecht. Kacke, ist viel zu aggressiv. Ganz bitter. Egal, wir haben alles, was wir brauchen. Wir können abwarten. Frosten hier wieder. Und wir haben... Jetzt sind wir zum dritten oder vierten Mal vor dem entscheidenden Match. Für die 4800 Pokale. Ich will die halt echt unbedingt. Also die 4-9 sind noch ein bisschen zu früh. Da brauchen wir wahrscheinlich dann doch noch einen besseren Inferno-Torren vielleicht auch. Ich weiß gar nicht. Vielleicht auch einen Bowler einen besseren, war es schwierig. Okay, ja, Riese ist nicht so gut. Also alle Decks, die relativ schnell cyclen, sind gar nichts für uns. Und so Riese ist schon halt so ein Mittelmaß, wieder der meistens ziemlich gute Backup-Karten. Mal schauen. Okay, das tut schon mal weh. Oh, na was? Das ist wieder so lächerlich. Aber was soll ich halt sagen, ne? Was soll ich halt dazu sagen, einfach? Ich kann nichts dazu sagen, ne? Ein Bomber, der einfach zwei Schüsse braucht. Zwei Schüsse braucht. Ich kann dazu echt nichts sagen, Groß. Oh mein Gott, das ist wieder so lächerlich. Oh, was? Wie viel Schaden macht er denn noch? Was? Ah, oh, gut, immer die Speerkobolde noch, aber der stimmt. Er hat noch, also nur mal gerade zusammenfassen. Er hat eine Rakete auf den Inferno-Drachen geworfen. Das kann man machen, aber es kostet 6 Elixier. Also es sind 2 Elixier minus. Und trotzdem hat er danach auch mit dem ganzen Backup irgendwie... Er hat nicht mal einen Elixierrückstand. So lächerlich. Er hat nicht mal einen Elixierrückstand. Das kann nicht wahr sein. So, was wir jetzt machen, ist einfach reingehen. Ich hab genug. Weil wir jetzt hier den Inferno-Drachen setzen können. Oder nichts machen kann normalerweise. Oder bin ich jetzt gerade blöd? Vielleicht unterschätze ich es auch gerade. Wie die Evas einfach top, so stark dagegen gegen die Dings sind. Gegen den Friedhof sind. Krank. Wir haben verloren. Das war einfach zu aggressiv. Aber was soll ich auch dazu sagen? Das ist halt einfach kacke. Jetzt liegen wir schon 0-2 hinten. Das war's. Das ist doch einfach nur lächerlich. Also, ich war total aggressiv jetzt nach dem ersten Push schon, ne? Er wirft eine Rakete auf den Level 13 Turm? Was soll ich dazu sagen? Ja, Level 13 Turm. Einfach die Rakete halt drauf und. Und ich kann halt nichts machen, weil. Ja. Obwohl es ihn so viel Elixier kostet, juckt es ihn gar nicht. So, wir frosten jetzt hier. Vielleicht haben wir noch eine Chance, einen Sepp rausgekommen. Okay. Wir brauchen den Turm jetzt. Und wir haben den Turm. Okay. Ja, okay. Alte Rakete fällt mir gerade ein, stimmt. Das ist gar nicht mal so schlimm für ihn. Oh, die zwei Schüsse. Oh, normalerweise hätte der Eismagier locker überlebt, aber es ist ein Level 13 Bomber und das ist, ja. Tatsächlich ist es oft gar nicht so wichtig, ob die an Level vom Gegner 1 oder 2 drüber liegen. Entscheidend ist es nur, dass sie eben höhere Level haben. Zum Beispiel beim Bomber, der Bomber war jetzt nur ein Level über dem Eismagier. Aber normalerweise braucht ein Bomber 3 Schüsse für einen Eismagier. Und weil er jetzt nur ein Level höher war, braucht er 2 Schüsse. Und das ist das Entscheidende. Das sind manchmal Sachen, deswegen, manchmal ist es gar nicht mal so schlimm, ob es jetzt 2 oder 3 Level sind, aber am schlimmsten ist eben einfach nur, wenn sich die Interaktion verändert. Also wenn halt plötzlich eine Truppe einen Schuss mehr braucht oder einen Schuss weniger. Ich bin das erste Mal, dass ich einen Livestream schaue. Okay, danke. Junge, ohne Witz. Da muss mir mal wirklich jemand helfen. Das kann nicht wahr sein, das passiert andauernd jetzt seit neuestem. Was ist das? Was ist das? Ist nur beim iPad. Was ist das? Kann ich dagegen irgendwas machen? Dass das iPad so ausgeht zwischendrin. Und das ist so ein Ladescreen hat einen kurzen. Ich hab verloren jetzt.